Ich habe die Seiten und die Kartenkammer. Was soll ich mit dem Buch? Tja. Was haben Sie jetzt? Ah, hier haben wir eine Flur. Ich dachte, das ist sehr gut. Können wir ja wieder her. Das ist äußerst praktisch. Wir haben uns eine Abkürzung erkauft. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studien nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Aha. Revelio! Statue des schlafenden Drachen. Das Motto von Hogwarts Draco Dominus Nunquam Titillandus bedeutet, kitzle niemals einen schlafenden Drachen. Zum Glück ist dieser schlafende Drache aus Stein und wird nie erwachen. Er kann gefahrlos gekitzelt werden. Wie erleben hier Abenteuer? Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Sind kaum zu fassen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Ja. So, was haben wir hier gerade noch für Aufträge? Unterrichtsstunde fliegen. Oha. Das wird großartig. Können wir endlich fliegen? Professor Schabert Aufgabe und fliegen machen wir jetzt. Bis der Professor mit seinem Buch wieder zurück ist. Joa, da haben wir doch eine Motivation für den nächsten Stream. Gleich morgen. Beziehungsweise gleich heute. Flugstunde erwartet uns. Und dann weiß ich dann auch endlich, das Schlafzimmer ist, die Kartenkammer. So, ab nach Hufflepuff. Auf zum Gemeinschaftsraum. Ein kleiner Snack muss sein, nach dem ganzen Abenteuer. Ach, wir haben noch einen neuen Punkt bekommen. Woher das?
Na dann. Gut, da würde ich erstmal hier an der Stelle eine kleine Streampause machen. Eine lange Streampause. So, kurz rum haben wir jetzt komplett abgelegt. Oder nicht? Ich meine, wir können sie auch wieder anziehen. Ich will mir jetzt eh zum Flugunterricht gehen. Das haben wir nämlich jetzt bei den Aufträgen. Flugstunde. Da haben wir das eh. Da haben wir einen neuen Hut, wo wir den denn her? Naja, also richtig einen passenden Hut habe ich jetzt noch nicht gefunden, wo ich wirklich sagen würde, den kann man tragen. Goofy mit Quaste. Es hat fast was, würde ich sagen. Das finde ich ein bisschen too much. Der Hut ist, der passt irgendwie, aber ich weiß nicht. Zur Klamotte passt auf jeden Fall. Er ist verrückt genug. Ich finde es dann doch ein bisschen zu albern. Ich suche nur so nach einem eleganten schwarzen Hut, der so ein bisschen. Den Zylinder in schwarz würde ich fast nehmen. Also eine kleine, so eine schwarze Mütze. Der eine schwarze und ohne Bombe, den würde ich fast schon sagen, ja, nehmen wir. Ja, nee, ich bleib erstmal ohne Kopfbedeckung. Ich habe übrigens offscreen mal recherchiert, wie die zeitliche Einordnung dieses Spiels ist. Aufgepasst, 1890 wurde ist wohl, also wenn die Seite stimmt, wenn die Informationen stimmen, spielt das Spiel, also spielen wir gerade, also der Startzeitpunkt von Hogwarts Legacy, also das Jahr, das erste Jahr hier, das fünfte Lehrjahr von fünfte Schuljahr, in dem wir gerade sind, spielt 1890. Mit Schwellern wurde von 19. Jahrhundert geredet, also 1890 ist das wohl sinnvoll, sagen wir einige Quellen, dass das 1890 ist. Okay, ist wohl noch nachts, hier laufen noch nicht so viele rum. Weiß nicht, können wir hier irgendwo auf den Tag warten, weil da würde ich schon gern irgendwie mit mal wieder mit Leuten reden. 5 vor 1, wenn ich das richtig sehe. 5 vor 1 Uhr nachts. Schlaf brauchen wir nicht, Schlaf wird nur bewertet. Wir wollen jetzt direkt zum Flugunterricht. Ah, es war der geheime Raum, den wir entdeckt haben. Der Glockenturm. Okay, dann machen wir eine kleine Nachtwanderung durch Hogwarts. Gibt ja auch scheinbar keine. Oh! Keine Regelung, dass wir nachts nicht aus den Betten dürfen. Können wir mal die Küche betreten? Das ist neu. Ich würde sagen, ich habe mal recherchiert. Albus Dumbledore
Das Geburtsjahr von Albus Dumbledore ist 1881. Grindelwald wurde 1880 geboren. McGonagall ist 1989. Newt Scamander ist 1997. Also, und Albus Dumbledore und Minerva McGonagall haben als Lehrer in Hogwarts 1910 haben begonnen. Das heißt, Albus Dumbledore, McGonagall und Gellert Grindelwald existieren, aber Grindelwald ist jetzt 10 zu dem Zeitpunkt, wo wir spielen, und Dumbledore ist 9 Jahre alt. McGonagall ungefähr 8 oder 7 Jahre alt. Also Newt Scamander ist noch gar nicht geboren. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass die irgendeine Rolle in diesem Spiel spielen werden. Oh, die Hauselfen machen. Bereiten das Essen für morgen vor. Ein Geist wird gejagt. Es ist aber nicht appetitlich. Das sollen die Schüler und Lehrer noch essen. Ich hoffe, die Füße sind gewaschen. Wenn du auf dem gleich dran bist. Okay. Dürfen wir uns was nehmen? Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Ja, so viel wie du rumrennst, darfst du oder darfst du das auch? Hauselfen. Sehr passend, dass die Küche direkt neben dem Hufflepuff-Gemeinschaftsraum steht. Ein Stückchen Butterbier. Ach, Ausrüstung voll. Muss ich mal gucken. Sind alle nicht übel aus. Dann würde ich die hier mal wegschmeißen. Verkaufen wir, oder wir müssen mal nach Hogsmeade und da was verkaufen. Momentan müssen wir gerade einfach was loswerden. Das kann doch eigentlich nicht sein. Können wir irgendwann mal Plätze vergrößern oder so? Kann doch sein, dass wir hier. Sentimentalität, würde ich die noch behalten? Ja, könnte man vielleicht mal. Der zwar, okay, mal gleich null Verteidigung, der zwar mehr Verteidigung, aber bin ich halt wirklich. Dann würde ich lieber die nochmal behalten. Ich trage eh nur den hier. Bis jetzt. Und eigentlich wegwerfen. Können wir den Schal auch wegwerfen, den roten. So viel haben wir doch eigentlich gar nicht hier.
Du suchst noch 18 von 20, so viel ins 2. Hier haben wir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, das kommt leider hin. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Würde ich aber am ehesten das hier wegschmeißen, wenn das Verteidigungswert hat. Machen wir mal. Das werde ich wahrscheinlich auch nie wieder tragen. Obwohl es einen höheren Wert hat. Ich will es jetzt nicht sofort wegschmeißen. Kann man die andere Brille wegschmeißen. Die Brillentasche ist auch immer merkwürdig. Ein neuer Schal. Und ein neuer Zauberstab-Halterungsteil. Nicht schlecht. Nehme ich. Hat was. Ich meine, der ist natürlich auch großartig. Zauberstabhalterung behalte ich erstmal. Strickschal. Sieht gut aus. Obwohl der natürlich besser passt. Der ist mehr Hufflepuff. Der sieht wärmer aus. Ja, warum nicht? Sieht gemütlich aus. Und hier in Hogwarts würde ich zumindest mal den Mantel umwerfen, wobei man dann nichts mehr von unten drunter sieht, von der Klamotte, die ich anhabe. Ja, ich weiß noch nicht, ob wir die wegwerfen sollen. Oder verkaufen. Eigentlich trage ich immer nur eins. Ach nein! Köstlich. Hab ich dem gerade ein Küchlein aus der Hand gerissen? Das sah fast so aus. Das wollte ich nicht. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Oh nein. Die Teller kaputt gemacht. Lumos. Okay. Können auch hier die Reparo. Die wird mal hier. Wozu brauchen wir Lumos? Haben wir auch in der Höhle nicht gebraucht. Reparo brauchen wir aber. Sehr wahrscheinlich. Expelliarmus haben wir eigentlich auch nicht gebraucht bisher. Flammut Agio.
Hier ist ein Galium Leviosa. Das stellen wir noch später. Momentan haben wir noch Levioso. Aber Arctio brauchen wir öfters. Reparo. Falls wir den Stapel umhauen, dann wieder Reparo. Das wird schon. Schönes Abendessen. Was macht der Hauself hier? Hier ist noch eine Truhe. Tun wir noch nicht. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Wir können es jederzeit rein. Großartig. Küche entdeckt. Schon mal Snack für unterwegs. Hallo, wie schön Sie. Nachts in den Korridoren. Ist auch entspannter, wenn mich hier nicht jeder auf dem Weg anbettelt, dass man seine Zeitquest anzunehmen habe. Das mache ich schon, wenn ich das will. Okay, ich glaube, ich gehe mal später mit Arrest und Momentum. Können wir die pausieren. Und öffnen die Truhen. Das können wir später noch lernen. Hier in dem Buch. Hier Talente, der Skilltree. Zaubersprüche. Bombarda. Descendo. Wo waren das hier? Trifikus Tetanus. Irgendwo war das. Kurz bei Nacht ist aber auch schön. Ganz Lichter und so. Wenn mir das nicht Piefs ist. Die Bibliothek. Mal ein bisschen in der Bibliothek studieren. Ein bisschen sitzen und lernen können wir nicht. Ein bisschen Abendstudium. Das war doch ein Hauself. Die 14. von 15 Seiten. Ein Putzelf. Macht hier sauber.
bisschen Truhe, ein bisschen Geld. Aha, hier brauchen wir auch eine Motte für. Aha, tatsächlich. Der alte Bibliothekar. Hier ist eine der ersten Bibliothekare von Hogwarts verewigt. Offenbar duldete er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Psst. Das ist eine Bibliothek. Psst. Jetzt verbotene Abteilung. Schüler außerhalb der Betten, Schüler nicht in den Schülern im Korridor. Das hier war die verbotene Abteilung. Jetzt wird's aber nachts keiner auf. Und vielleicht haben noch nicht herausgefunden, wie man schläft in dem Bett, oder die haben es wirklich nicht nötig. Habe ich noch eine Buchseite gesehen? Das wäre die Nummer 15 von 15. Was ich kriegen würde. Gibt es eine Main-Quest? Ich meine, wir können auch immer warten. Tagsüber ist besser. Zwei von 25, okay. Ist alles in Ordnung? Oh, hallo. Danke, dass du fragst. Ich bin übrigens Cressida. Und ich fürchte, gar nichts ist in Ordnung. Ich habe etwas Ärger mit der Bibliothekarin. Ich erschaffe gern eigene Zaubersprüche. Ich dachte, mein Federleichtspruch wäre perfekt für meine Bibliotheksbücher. Es ist so schwer, sie den ganzen Tag herumzutragen. Ich muss bei der Beschwörung das lateinische Wort für Feder mit Vogel verwechselt haben. Als ich in der Bibliothek meine Tasche öffnete, flogen sie einfach davon. Aha. Klingt ziemlich kompliziert, nur um keine Bücher tragen zu müssen. Vielleicht. Aber einfach ist langweilig. Neue Zauber müssen ja irgendwo herkommen. Warum nicht von mir? Ich würde die Bücher ja selbst einsammeln und den Zauber entfernen, aber es ist nicht das erste Mal, dass einer meiner Sprüche die Bibliotheksruhe stört. Amit hat Madame Scribner erzählt, dass das meine Bücher sind. Und sie hat gesagt, wenn ich noch mehr Ärger mache, schreibt sie meinen Eltern. Könntest du sie vielleicht für mich holen? Es sind nur 5 Stück. Du bist neu hier. Da wird sie nicht misstrauisch sein. Und habe scheinbar auch keine Eltern. Warum hat Amit Scribner gesagt, dass es deine Bücher waren? Ich glaube nicht, dass er es böse gemeint hat. Ich denke, er war beeindruckt und wollte mit mir angeben. Amit verbringt viel Zeit damit, die Sterne anzustarren, aber er erkennt einen guten Zauberspruch. Könnte ich,
wenn ich Zeit habe. Ich wäre dir so dankbar. Eines der Bücher ist mein Tagebuch. Das sollte nicht in die falschen Hände geraten. Wenn du sie einsammelst und mir bringst, kann ich den Zauber entfernen. Ich muss diese Bücher mit Akio heranholen. Geschafft. Fehlen nur noch 4. Diese verdammten Brillen. Wozu? Die sehen ja auch noch so scheiße aus. Nehmen nur Platz im Inventar weg. Hab noch keine gute gesammelt. Okay, es sollten noch weitere Bücher rumfliegen. Dann machen wir das doch direkt, wenn wir schon mal hier sind. Warum nicht? Da drüben sehe ich noch eine. Lesen kann so magisch sein wie zaubern. Warum begreifen Schüler? Na komm. Das Tagebuch. An ihrer Stelle würde ich es auch zurück wollen. Nein, wir lesen das Tagebuch nicht durch. Das lass noch bleiben. Respekt von Tagebüchern anderer. Ich lese euch das nicht vor. Ich habe das auch nicht gelesen, als das offen war. Es geht uns nichts an, was sie in ihr Tagebuch schreibt. Ein ungeschriebenes Rezept. Man liest nicht in fremden Tagebüchern. Sei denn, das gegenüber lässt einen vom Lesen. Bis dato habe ich damit kein Ja von ihr gehört. Wir müssen irgendwo noch 2 rumschweben. Nicht diese Bücher. Unten sollen noch welche sein. Hier nicht bis zum Abend Bücher suchen. Und ich finde die bald mal. Und wir lassen das bleiben. Und hier Seiten hin. Puppe rote Grünstandschuhe. Bin ich in Gryffindor, auch wenn ich mich da ziemlich rot gekleidet habe zu stunden.
Wir können einfach in die verbotene Abteilung rein. Ist hier eine Seite? Sieht fast so aus. Müssen nur ein Schloss knacken für. Ja, wenn ich jetzt hier nichts finde. Dann werde ich erstmal zum Flugunterricht. Und gegebenenfalls später wieder kommen. Ich sehe leider gerade nichts. Was auf ein fliegendes Buch hinweist. Machen wir später zu Ende.